So, liebe Gäste, heute zeigt der TV Alpino 21 euch was ganz Besonderes. Und zwar wird heute Abend mein Pizzaofen, ich habe hinterm Haus einen eigenen gebauten Pizzaofen, so ungefähr ja, so 100 Stunden habe ich dafür gebraucht, aber mit Helfer. Und den werde ich heute mal anschmeißen. Der Grund ist, dass meine Frau rundet in ihren Geburtstag. Und wie das so ist, was wünschst du dir, sagt sie, Schatz, oder ja, ich wünsche mir einen Pizzaabend. Nur im engen Kreis, also wirklich engen Kreis, muss ich versprechen. Ich liebe ja mehr große Kreise. Es gibt ja Pizzaabende, die ich ja selbst veranstalte, dann sind da locker mal 35 Leute. Macht mir auch dann auch gar nichts aus, die zu bewirten. Naja, letztendlich auf jeden Fall heute so, schätze ich mal, so 12 Leute, enge Verwandten. Und der Alpino wird euch mal einen kleinen Einblick geben, so wie das alles so stattfindet. Das ist jetzt der Teich, den ich jetzt, also meine, da muss ich ja bei sein, den Teich, den hat also meine Frau vorgefertigt. Ich mache jetzt, weil, also die hat das wirklich gut drauf, wir haben das Rezept. Über Jahre haben wir das dann verfeinert und das wird auch meine Frau nicht verraten, wie die Zusammensetzung ist. Das verstehe ich auch, weil, also, ich glaube, hat sich noch keiner beschwert, dass es nicht schmeckt. Jetzt werden da so kleine Kügelchen von gemacht und jetzt, ja, dann zeige ich euch gleich mal weiter. So, auf der anderen Seite habe ich schon einige Kugeln fertig. Was heißt, ja, das sieht da erstmal so Fladen aus. Die werden jetzt zugedeckt gleich, also hier so, das gibt später ungefähr so eine 35 bis 40er Pizza im Durchmesser gibt das. Also ich wollte jetzt, normalerweise mache ich 28er, aber ich wollte mir jetzt einfach weniger Arbeit machen und ich mache einige wenige große Pizzen, die dann einfach geteilt werden. Ich habe aber auch kleinere Kugeln, wenn einer unbedingt eine alleine essen will, und dann schauen wir mal weiter. Die werden jetzt zugedeckt und dann steigt der Teich an, also gehörig steigt der an. Ja, und wenn er dann angestiegen ist, sind die eigentlich so backfertig, dann werden die verbacken. Das werde ich euch alles später mal zeigen. So, die Pizzasoße, die wird auch am Vormittag, warte mal, ich schau mal, wir haben hier so gerade 8 Minuten nach 11 haben wir. Und wie gesagt, die Pizzasoße, die wird auch vorgefertigt. Und jetzt will ich mal eben mal da probieren. So, wie die schmeckt. Ist aber noch nicht fertig. Hier kommen noch später noch ein paar Sachen rein. Lecker. Köstlich. Könnte ich ganz lange dran schlürfen. So. Und jetzt. Jetzt geht's mal nach draußen, dann zeige ich euch mal, wie ich den Pizzaofen anmache. Der wird nämlich vorgeheizt. Ganz lange vor. Weil er einfach wochenlang nicht an war und so ein bisschen Feuchtigkeit drin steckt. So. Das ist jetzt die Pizza. Ja, Pizzaterrasse. ...2004 hergestellt. Backtemperatur so um die 300 Grad.
Ja? Müde aber. So, ist gut. Mach, steht direkt drauf. Ja, aber du musst den Finger weggeben. Okay? Okay? Nur die Pizza im Auge. Schön im Ofen rein. War die nicht schon zu dünn? Nee, die war schon. Dann habe ich Elke mitgenommen. Mhm. Weil da war das gerade bei Susi mit Machen wir weg. Und da hat der Andreas dann nicht gesagt. Ja, eben. Also, ne? Bist ja nah genug. Mal einmal. So gut. Ja. Jetzt gucke ich drunter. Nee, ich bin auf auch der Boden. Wir sind dann die Sonne. Muss ganz gut sein. Das ist jetzt eine Gonzola-Pizza. Ja, wird der Käse richtig ausgesprochen? Gorgonzola. Logonzola? Gorgonzola. Gorgonzolo. Ich als Italiener, aber ich muss mich schämen. Das ist ja in die Ecke schön ein bisschen heißer. Was noch nehmen? Der ist schon ganz geschmolzen. Den rohen Schinken, tust du den auch drauf? Nein, darf ich nicht. Der fragt dann auch, ob er da nicht guckt. Bitte mal. Ja, gut. Du musst auch noch mehr essen. Da 3 Monate schon sein Gesicht. Dann kannst du auch wieder besser laufen. 3 Tage. Das sind ungefähr so 35 cm, würde ich schätzen. Ne? Ja, nee. Das muss jetzt durchgezogen werden. Einmal am Tag runter. Okay. Achso, ich muss dir mal was sagen. Und du brauchst immer graue Schattenseiten. Ja, du musst nie so doll erschrecken. Ah, der macht Schwierigkeiten. Der hat den Plastikblatt eingepackt und in die Form geklopft. Da hält man aber nicht den Plastik. Der hatte Schwierigkeiten, aber. Der graue. Na klar, warten wir mal. Wer möchte noch? Wasser mit Schuss. Ich hab Geneva. Pizzabrötchen. Nein,